Tim und Laura möchten sich zu ihrem Taschengeld etwas dazu verdienen. Ihre Mutter ist Chefin einer Limonadenfabrik und das bringt sie auf eine Idee. Sie eröffnen einen eigenen kleinen Limo-Stand. Sie sind jetzt wie die Großen ein Teil der Wirtschaft. Hier ist es wie im Verkehr. Man muss sich an bestimmte Regeln halten. In der Wirtschaft nennt man die Regeln Wirtschaftsordnung. In Deutschland heißt unsere Wirtschaftsordnung die soziale Marktwirtschaft. Sie wurde vor über 65 Jahren unter anderem von Ludwig Erhard eingeführt, dem ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland. Die soziale Marktwirtschaft lebt vom Wettbewerb. Der sorgt dafür, dass verschiedene Unternehmen die Qualität ihrer Produkte verbessern und die Preise senken. Denn sie wollen, dass die Kunden bei ihnen kaufen und nicht beim Konkurrenten. Als der Nachbarsjunge sieht, wie gut es bei Tim und Laura läuft, fängt er auch an, Limo zu verkaufen. Und weil er sie etwas billiger anbietet, kaufen jetzt alle bei ihm. Er steht mit Tim und Laura im Wettbewerb. Und jetzt kommen die Regeln. In der sozialen Marktwirtschaft dürfen sich Tim und Laura nicht mit dem Nachbarsjungen auf einen gemeinsamen hohen Preis verständigen. So bleibt der Wettbewerb erhalten und auch Susi kann sich die Limo leisten, obwohl sie etwas weniger Taschengeld bekommt. Auch die Mutter in der Limonadenfabrik darf sich nicht mit anderen Herstellern auf einen gemeinsamen hohen Preis verständigen. Dies regelt in der sozialen Marktwirtschaft der Staat mit Gesetzen. Er kontrolliert auch, ob die Gesetze eingehalten werden. Zur sozialen Marktwirtschaft gehört aber noch viel mehr. Sie sorgt dafür, dass es gerecht bleibt. Alle sollen die gleichen Chancen bekommen. Und wer sich nicht selbst helfen kann, erhält Hilfe vom Staat. Wird ein Mitarbeiter der Limonadenfabrik krank, kann er zum Arzt gehen und bekommt Medikamente. Denn das bezahlt seine Krankenversicherung. Und falls er einmal seinen Job verliert, bekommt er Geld aus seiner Arbeitslosenversicherung. In diese Versicherungen zahlen alle Arbeitnehmer und Arbeitgeber ein. Jeder, der Hilfe braucht, kann die Versicherung dann in Anspruch nehmen. Das finden auch Tim und Laura super. Unter diesen Voraussetzungen macht es Spaß zu wirtschaften. Und niemand bleibt auf der Strecke.